Servus! Heute gibt's eine Bastelstunde, weil bald ist nämlich Halloween und dann kommt auch noch der St. Martins Umzug. Und wie wir beides in einer Bastelei gut miteinander verbinden können, zeige ich euch jetzt. Und los geht's! Das sind unsere coolen Fackeln. Mit denen kann man dann um die Häuser ziehen an Halloween. Oder man kann sie als tolle Laternen benutzen für den St. Martins Umzug. Der ist ja Arbeit. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das hier sind zwei alte Milchflaschen. Die hole ich immer, wenn ich einkaufen gehe und Frischmilch, in der Frischmilchabteilung hole, dann hole ich als die mit dem PET. Einmal ausspülen, warmes Wasser reinmachen und so einen Gebissreiniger-Tab reinmachen. Weil sonst stinkt es nämlich nach so vergorener Milch. Und wenn du das reinmachst, dann riecht es auch schön fein. Dann wird jetzt erstmal der Boden aufgeschnitten. Ich habe da so eine Gartenschere. Es macht jetzt nichts, wenn da so ein bisschen eckig noch dran steht. Mit dem Feuerzeug. Ich fackel das deswegen ein bisschen an, weil die Kanten dann immer so kantig sind. Weil ich dir dann an den Kanten nicht wehtun kann. Willst du ja nachher nicht die Hand aufschlitzen, wenn du dann das Leuchtmittel reinmachst. Und hast du ein blutiges Halloween. Oh. Dann habe ich jetzt verschiedenes Papier, weil ich kaufe immer wieder Sachen, wenn es im Angebot ist. Und dann nehme ich immer gleich hier was zum Basteln, da was zum Basteln. Und das heißt, ich habe jetzt hier gelbes Seidenpapier ist das. Dann habe ich so Transparentpapier in Rot und Orange. Habe ich noch ein bisschen was Dickeres da. Und das schneide ich mir jetzt ein bisschen zurecht. Ich beginne mit dem Seidenpapier. Ein ganz normaler Kleber. Die hat mich im Wald gefunden. Kennen die den noch? Früher, wenn du diese Dosen Kondensmilch gekauft hast,
Da war ein Loch drin, das konnte ich rausgießen in deine Kaffeetasse. Was habe ich denn? Und jetzt kann es losgehen zur Hexenjagd. Da muss ich mich auch verstecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.